Was kommt in der Woche auf dich zu? Was wirst du erleben? Womit kannst du rechnen? Das hier ist ein Wochenorakel. Das ist eine Legung für dich für die Woche. Ja, das kann die kommende Woche sein, kann aber auch jetzt schon diese Woche sein, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust. Ich schicke dir sonnige Grüße. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist. Deine Woche. Wie wird die denn so sein? Das Ass der Schwerter, du wirst eine Chance haben zu kommunizieren. Es wird sich eine Gelegenheit bieten, vielleicht ein Gespräch zu führen, vielleicht jemanden anzurufen. Jemand ruft dich an und möchte mit dir sprechen. Jemand schickt dir eine Nachricht, jemand kommt auf dich zu. Ja, das kann auch hier so sein und möchte mit dir reden. Aber ich habe das hier so für die meisten, dass du entscheiden wirst, ob du dieses Gespräch haben möchtest, ob du vielleicht auch was in die Wege leitest in Bezug auf Kommunikation, ja. Das ist hier ziemlich breit gefächert. Ich werde mir das aber noch genauer anschauen. Was kommt in der Woche auf dich zu? Da wollten zwei Karten. Okay, dann nehme ich die. Das sind jetzt deine Karten. Das Ass der Schwerter, die Sechs der Schwerter, Zwei der Münzen, Acht der Münzen. Also ich habe das hier so mit Finanzen oder Arbeit und Finanzen sieht es bei dir gut aus in der Woche. Und dann habe ich hier den Narren und die Drei der Stäbe. Neuanfang und da kommt etwas auf dich zu, worauf du schon lange gewartet oder gehofft hast oder gewartet und gehofft hast. Und da ist auch Neuanfang liegt hier dabei. Das werde ich mir auch noch genauer anschauen. Aber zuerst möchte ich mir hier die Kommunikation angucken, diese Möglichkeit, diese Chance auf Kommunikation. Worum geht's da? Vier der Kelche, der Tod und die Fünf der Münzen. Da wird eine Veränderung stattfinden, weil ich habe das hier so, dass jemand etwas abgelehnt hat. Das kannst du sein, das kann aber auch die andere Seite sein, das kann ein Mensch sein, mehrere Menschen, eine Menschengruppe habe ich hier auch für einige. Ja, das ist eine allgemeine Legung, deswegen sehe ich hier unterschiedliche Möglichkeiten. Für jeden sieht es ein bisschen anders aus, aber die Kommunikation kommt, diese Chance, diese Möglichkeit auf Kommunikation, entweder von dir aus oder von der anderen Seite aus, kommt, weil die Situation muss sich verändern. Sie braucht eine Veränderung, diese Situation, weil man wollte irgendwie nicht reden. Man wollte nicht in Verbindung gehen mit dem anderen oder mit, dass du mit den anderen Leuten oder mit dieser anderen Person nicht in Verbindung gehen wolltest, das nicht annehmen wolltest, was die anderen dir geben wollten oder die andere Person dir geben wollte oder umgekehrt, ja, dass du etwas anbieten wolltest, etwas geben wolltest, sprechen wolltest, ja, und die andere Seite wollte es nicht annehmen und da muss jetzt eine Veränderung kommen, weil so geht es nicht weiter, weil dadurch erzeugt man einfach nur einen Mangel, da tut sich vielleicht auch gar nichts deswegen, weil diese Kommunikation nicht stattfindet, weil man vielleicht dieses klärende Gespräch nicht führt, wenn man diese Erklärung nicht liefern kann, weil da etwas ist, was unausgesprochen geblieben ist und das steht irgendwie so dazwischen. Vielleicht auch einfach, weil diese Nachricht nicht kommt, dieser Brief nicht kommt, diese Zusage nicht kommt, ist alles wie tiefgefroren, steht alles still. Und in dieser Woche, in der Woche kommt das.
Ja, kommt das an, entweder bei dir oder bei der anderen Seite. Und das wird alles verändern. Das soll ich hier dir sagen, weil das ist hier nun mal der Tod. Das ist die transformative Kraft. Das ist die Kraft der Veränderung. Und zwar grundlegende Veränderung habe ich hier dadurch, ja. Und da kommt diese Chance und macht hier vieles möglich, was nicht möglich war bis jetzt. Deswegen ging das nicht vorwärts. Deswegen hat sich nichts getan, deswegen gab es diesen Mangel, deswegen gab es diese Kälte, deswegen gab es zu wenig, ja, und Veränderung, starke Veränderung, tiefgehende Veränderung habe ich hier für dich und es muss so sein und dadurch hat man auch hier so die Chance, das Ganze vielleicht auch durch diese Kommunikation, ja, in Bewegung zu setzen, weil ich habe hier starre Stille, vielleicht auch ein bisschen Ablehnung, ja, Ablehnung in irgendeiner Form. Und das wird sich verändern, diese ganze Dynamik oder diese Starre wird sich hier komplett verändern. Und da werde ich aber noch eine Karte drauflegen. Oh, sind zwei, sogar zwei. Oh, sehr gut, ja. Dadurch wird das hier auf dich zukommen in dieser Situation durch diese Chance, durch diese Möglichkeit, ja. Und diese Veränderung, die damit einhergeht, habe ich hier den Magier und zwei der Stäbe. Also Bewegung ist jetzt dann endlich möglich. Man kann endlich planen. Man ist nicht hier wie tiefgefroren, abgelehnt, sondern da kommt leicht Bewegung rein erstmal. Naja, eine Woche, also das ist ja ein kurzer Zeitraum. Deswegen kann man Pläne machen, kann man eine Ausrichtung schon haben, anfangen in eine Richtung, langsam Schritte zu setzen und man hat hier dann auch so das Gefühl, oder es ist tatsächlich so, dass dieser Traum doch wahr wird, dass das, was man sich hier vorgenommen hat oder was man vielleicht in der Vergangenheit auch schon geplant hat, dass das umsetzbar wird dadurch. Habe ich hier, das ist die Veränderung, dass der Wunsch wahr wird, dass es möglich wird, dass es endlich Realität wird, dass es endlich Gestalt annimmt und umgesetzt werden kann und entweder wirst du dadurch dann die Pläne machen oder du kannst frühere Pläne in der Realität umsetzen. Ja, also ja, das wird dann wahr werden. Also die Pläne können verwirklicht werden. So. Aber ich habe das langsam. Ich habe das hier nicht super schnell, sondern ganz langsam, sachte Schritt für Schritt, aber immerhin, ja. Super, super Karten. Und das bringt dir die Veränderung, diese Wunscherfüllung, vielleicht auch, dass das endlich Realität, wie gesagt, wird hier. Aber irgendwie nimmt das Ganze den Anfang bei der Kommunikation in irgendeiner Form. Das können Briefe sein, Nachrichten, Gespräche tatsächlich, ja, von Angesicht zu Angesicht. Das kann alles hier sein. Bei jedem ist es unterschiedlich. Es ist eine allgemeine Legung. Ja, und schreib mir das gerne in die Kommentare, ob diese Situation so bei dir da ist, ja. Oder vielleicht bist du hier in Resonanz gegangen. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich habe hier die Sechs der Schwerter. Das ist ein Wegzug, das ist ein Umzug, das ist so ein bisschen mit Bedenken etwas in die Wege leiten, mit Bedenken etwas tun. Vielleicht ist auch so ein bisschen Angst dabei. Vielleicht auch irgend so ein Problem ist auch noch dabei. Aber man bewegt sich in eine ganz bestimmte Richtung. Auch vielleicht, wenn es so ein bisschen ein mulmiges Gefühl macht. Ja? Ich schaue mir das an. Das sind viele Karten. Aber gut, die nehme ich alle. Dann muss ich das hier so ein bisschen zur Seite schieben. Ich habe hier nicht so viel Platz, aber das wird schon gehen. Okay. Die Königin der Münzen.
Die Acht der Kelche, ja, zwei Karten, die auf einen neuen Weg, auf einen anderen Weg hindeuten, mit schweren Gefühlen irgendwo sich hinbegeben, etwas zurücklassen. Ich habe hier im Rücken, habe ich für dich die Königin der Münzen. Also die Königin der Münzen wird hier verlassen werden, zurückgelassen werden, schweren Herzens, weil etwas anderes Neues ruft. Und die Königin der Münzen, das ist hier auf der einen Seite für viele Stagnation, eine Situation, die sich nicht mehr entwickelt, kann auch ein Gegenstand sein oder etwas, was so starr ist. Es hat sehr lange Zeit Sicherheit geboten, hat einem genutzt, war von Vorteil vielleicht sogar. Da war früher eine Entwicklung drin, aber jetzt nicht mehr und deswegen bewegt man sich davon weg. Kann auch ein Mensch sein, muss aber nicht. Das kann auch eine Situation sein oder wie gesagt, wenn du wegziehst, umziehst, dann ist es ja zum Beispiel ein Ort, ja, oder etwas, was stillsteht einfach. So sehe ich das hier in den Karten. Und da geht man einen anderen Weg, einen neuen Weg. Man ist so ein bisschen vielleicht unruhig innerlich. Ich habe so eine bestimmte Unruhe. Oh mein Gott, wie wird das werden? Was erwartet mich hier am anderen Ufer? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, ich mache diese Bewegung in die andere Richtung, auf diesen neuen Weg. Das kann auch romantisch sein, das kann familiär sein, das kann aber auch irgendwie beruflich oder eine bestimmte wichtige, ganz wichtige Angelegenheit für dich sein, kann aber auch tatsächlich ein Umzug sein. Ja, also wegziehen, sich fortbewegen, irgendwo anders mit auf einem neuen, anderen Weg. Der Mond, ja, da kommt nochmal die Unsicherheit, die Sehnsucht, aber trotzdem eine Blockade, aber trotzdem wird diese Blockade überwunden werden. Das kann auch hier für Angst stehen. Angst vom Neuen, Angst vom Anderen. Das kann hier auch irgendwie so ein bisschen zusammengehen. Ja, das kann hier zusammengehen, so wie ich das sehe. Und ja, man kommt einfach raus und macht sich auf den Weg. Die Karte zeigt es nochmal. Du siehst hier diesen Fluss, den man so zum Horizont folgt. Der Mond wird aber hier auf dieser Karte, wie du das siehst, zur Sonne. Also aus Ungewissheit wird Gewissheit, aus Kälte wird Wärme, aus Nacht wird Tag. Also mit den Schritten, die du hier machst, ja, auch wenn das so ein bisschen mulmig dir dabei ist, unwohl vielleicht auch dabei ist, wird es immer besser werden, soll ich dir sagen, in der Woche. Das wird immer besser. Mit jedem Schritt wird es immer besser und besser und besser. Du entfernst dich Stück für Stück von etwas, was dir nicht mehr gut tut, zum Beispiel. Oder damit kannst du nichts mehr anfangen. Da tut sich nichts und du bewegst dich davon weg. Das kann auch hier so sein, dass du einfach etwas entfernst. Ja, das kann auch zum Beispiel wegwerfen bedeuten. Sich von etwas verabschieden und es irgendwie stehen lassen oder aus deinem Umfeld entfernen. Ja, und dadurch löst du die Blockade in deinem Leben. Ich habe hier auch für einige, muss ich schon hier sagen, einen Gegenstand. Vielleicht überlegst du dir, ob du dich davon trennst. Und die Karten zeigen mir hier, dass es besser ist, wenn du das entfernst. Und zwar nicht nur in den Keller einfach so abstellen, sondern wirklich weg damit. Ja? Und dann machst du Platz für etwas Neues. Da fließt die Energie besser, sehe ich hier. Die Energie wird dadurch in den Fluss gebracht, weil diese Sache, im Endeffekt stürzt sie nur noch. Ja? Der Ritter der Kelche, du hast dabei ein richtig gutes Gefühl dann im Endeffekt, ja. Am Anfang ist es so ein bisschen schwierig, kompliziert. Sechs der Stäbe, der Sieg, der Erfolg. Und dann stellt sich sogar der Erfolg ein bei dieser ganzen Angelegenheit. Also ich soll dir sagen, hier weg damit. Brauchst du nicht mehr, dient dir nicht. Lass es stehen, lass es liegen, wirf es weg, entfernt dich davon, geh in eine andere Richtung, unternimm andere Schritte auf diesem neuen Weg, denn das wird dir gut tun. Du wirst am Ende in dieser Angelegenheit,
Ja, wo du am Anfang so ein mulmiges Gefühl gehabt hast, vielleicht auch so Angst gehabt hast. Am Ende wartet hier Erfolg und Sieg für dich. Eroberung, willkommen heißen als Sieger, Siegerin, als jemand, der das erfolgreich über die Bühne gebracht hat. Das habe ich hier. Willkommen heißen von anderen, vielleicht auch Bewunderung, vielleicht auch so ein bisschen Bestärkung durch andere. Ja, hast du richtig gut gemacht. Ja, habe ich nicht wahr? Ja, hast du. Sowas habe ich auch bei einigen. Und also insgesamt, allgemein gesehen, habe ich hier richtig gut das drin zu liegen. Habe ich Erfolg drauf zu liegen. Erfolg, das zahlt sich für dich in irgendeiner Form aus, auf jeden Fall. Ja, auch wenn es zum Beispiel nur befreiend ist. Und du hast damit erreicht, dass die Energie hier viel besser fließt, viel besser. Und dadurch ziehst du in dein Leben positive Dinge, die dich zum Erfolg führen. Ja, so habe ich das. In diese Richtung habe ich das. Kann auch hier romantisch sein, dass man einen neuen Weg geht, ja, einen neuen Weg einschlägt. Und das bringt dir dann emotional Erfüllung, emotional Freude, Zufriedenheit, auch ein bisschen glücklich sein hier mit dem Ritter der Kelche, ja. Kann sein, dass am Ende von diesem Weg, ja, jemand wartet, der auch Liebe im Herzen für dich hat. Also das wird sich lohnen, ja. Das wird sich auf jeden Fall für dich als erfolgreich darstellen dann. Und das alles in dieser Woche. Ja, das kann hier auch jemand Bestimmtes sein. Du lässt jemanden hinter dir, ja, du lässt jemanden zurück hier und dafür bekommst du hier jemand Neuen, ja, der Gefühle für dich hat. Also wenn das in die romantische Richtung geht, dann hat dieser Mensch Gefühle für dich, soll ich dir sagen. Und Eroberung findet statt. Ich werde jetzt noch für dich für die Woche eine Orakelkarte nehmen. Ja, die Brise, eine Überraschung, eine Entdeckung. Wow, also du wirst irgendetwas entdecken in dieser Woche oder in der kommenden Woche, also in deiner Woche wirst du hier etwas entdecken. Du wirst vielleicht durch diese Entdeckung überrascht sein. Ich habe hier einen überraschenden Moment. Überraschung, auf jeden Fall, du wirst überrascht werden. Aber ich habe das hier positiv. Das ist nicht negativ, das ist keine unangenehme Überraschung, sondern es ist eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Du wirst sehr glücklich und zufrieden sein damit oder beruhigt vielleicht, ja. Ja, oder du wirst etwas entdecken, was für dich ist, was für dich gut ist, was dir gut tut, ja? Dann habe ich hier die zwei der Münzen. Vielleicht wirst du die Wahl haben, vielleicht wirst du auch zwei Sachen gleichzeitig machen in der Woche. Oh, und das ist etwas Schicksalhaftes, das soll so sein. Also ich habe für viele, habe ich hier eine Information, dass du in dieser Woche mit zwei Sachen zu tun haben wirst, die du super parallel laufen lassen kannst. Du wirst auch in dieser Woche oder in der kommenden Woche, ja, in deiner Woche, wirst du hier so ein bisschen Leichtigkeit erleben, ein bisschen rumjonglieren, rumprobieren. Vielleicht musst du dich gar nicht festlegen, du musst diese Entscheidung in der Woche nicht treffen, ja. Es ist noch Zeit, vielleicht später. Später ist besser. Das wird mir hier auch so angezeigt. Vielleicht nicht in dieser Woche sich entscheiden, ja. Du spürst es, ja. Du spürst es, dass die Zeit vielleicht noch nicht reif ist. Da muss noch ein bisschen was noch dazukommen, um sich für das eine oder andere zu entscheiden. In der Woche kannst du beides haben. Du musst das andere nicht weglegen. Du kannst zum Beispiel dich mit dieser Sache beschäftigen, aber auch wirst du Zeit haben für das andere, ja, zum Beispiel so. Ich habe auch hier so ein bisschen locker, leicht das Ganze im Beruf, Leichtigkeit im Beruf. Das läuft alles so wie am Schnürchen, ja, so habe ich das hier. Du kannst so ein bisschen rumprobieren, rumspielen mit diesen Aufgaben auf Arbeit. Und das soll auch so sein.
Und wie gesagt, falls du das Gefühl haben solltest, dich entscheiden zu müssen, musst du nicht. Du kannst dir noch ein bisschen Zeit lassen, ja? Du wirst aber auch mit zwei Dingen oder zwei Situationen können das hier auch sein, ja? Zwei Situationen wirst du mit zwei Situationen etwas zu tun haben, die so sein sollen, die schicksalhaft sind in deinem Leben. Später wird sich herauskristallisieren, was zu dir besser passt, was besser für dich ist. Aber im Moment soll ich dir sagen, sind diese beiden Dinge beide gut und kannst beide irgendwie zum Beispiel anschauen, damit was zu tun haben. Ja? Aber vergiss die Leichtigkeit nicht, soll ich dir sagen. Achte der Münzen. Sich in etwas vertiefen, total in irgendetwas aufgehen. Ich bekomme hier auch Kreativität und das bringt den nötigen Ausgleich. Also kreative Tätigkeiten bieten in der Woche für dich den nötigen Ausgleich. Ich habe auch Ausgleich auf Arbeit, ausgleichende Tätigkeit für etwas belohnt, entlohnt werden vielleicht sogar. Das, was dir zusteht, wirst du bekommen, finanziell, beruflich, auf dem richtigen Platz gesetzt werden und das Richtige tun mit dem richtigen Fokus und dafür auch das bekommen, was dir zusteht. Das habe ich hier, die richtige Entlohnung, aber auch zum Beispiel auch Anerkennung. Anerkannt werden dafür, was du tust. Kann auch beruflich sein, kann aber auch privat sein hier, ja? Also diese Anerkennung bekommst du vielleicht auch im Privaten, ja? Aber vergiss die Kreativität bei der ganzen Geschichte nicht, soll ich dir sagen. Ja, und dann habe ich hier noch für dich den Narren zusammen mit den drei der Stäbe. Und das ist hier, irgendetwas kommt auf dich zu, wirst du sehen. Ist endlich da, worauf du schon lange gewartet hast. Aber das ist etwas, was dann einen Neubeginn, einen Neuanfang in deinem Leben bedeuten wird. Vielleicht auch so ein bisschen chaotisch sich darstellen wird dann im Endeffekt, ja, weil das irgendwie anders ist, neu ist. Aber du hast darauf gewartet und in dieser Woche ist es soweit, dass es endlich da ist. Es ist endlich da, aber da ist irgendwie eine neue Komponente oder das ist komplett was Neues. Vielleicht hast du auf was Neues gewartet und da ist es, ja. Wunder dich nicht, dass es zum Beispiel ein bisschen ungewöhnlich sein wird oder du sollst vielleicht auch das Ganze mit Leichtigkeit annehmen, auch vielleicht ein bisschen rumprobieren, der Nahe, die Narrenfreiheit. Das wird dir die nötige Freiheit geben, um damit spielerisch umzugehen, um da so rumzuprobieren. Oder einfach ohne Plan das einfach durchziehen, machen, damit umgehen. Du brauchst keinen Plan in dieser Angelegenheit. Ja, ist nicht notwendig. Du kannst dich aber auch trauen, weil ich habe hier auch jemanden, der sich nicht so traut. Trau dich ruhig, mach es einfach. Das wird dir Spaß machen. Ja, das habe ich hier. Aber es wird endlich da sein, worauf du wartest. Wird in dieser Woche bei dir ankommen. Und das wird irgendetwas Neues dir bringen, Neues mit sich bringen oder neu für dich sein. Ja, das bekomme ich hier mit diesen beiden Karten. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Das war dein Wochenorakel. Vielen lieben Dank, dass du hier bei mir warst, dass du dir diese Legung angeschaut hast. Wie gesagt, kannst ruhig einen Kommentar da lassen, ob du hier in Resonanz gegangen bist, ob diese Legung etwas für dich war. Ja, würde mich sehr freuen. Vielleicht ein Like, vielleicht ein Abo. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.